Wir haben es ehrlich gesagt nicht verstanden, warum 2 Minuten vor Ende der Sitzung der Kanzler beantwortet die Fragen, die ihm die Abgeordneten gestellt haben, die FDP-Vertreter den Saal verlassen. Verstehen kann ich es nicht. Dann müssen auch die FDP-Vertreter fragen. Ich lese das ja nur bei Twitter oder so, was da verkündet wird. Ich halte es aber gelinde gesagt zumindest unangemessen, dieses Verhalten, während der Kanzler die Fragen der Abgeordneten beantwortet, den Saal zu verlassen. Mit meinen Worten, das tut man nicht. Ja, das ist ein richtiger Eklat, was kann man dazu sagen? Ich weiß nicht, ob das ein Eklat ist. Man kann das den Begriff vielleicht so nennen. Ja, es ist ein Eklat, aber ich glaube, es ist einfach nur ein falsches Verhalten der FDP-Abgeordneten. Also ein Eklat. Alle, die da saßen, die haben das überhaupt nicht, wussten gar nicht, was los ist, haben das gar nicht verstanden, dass es auf einmal 4 leere Sitze waren. Welche Anfragen hat es denn gegeben an den Kanzler? Naja, es gab eine Frage zu dem Punkt, was liegt dem Bundessicherheitsrat als Anträge zur Lieferung an Waffen in die Ukraine vor? Dazu gibt es ein klares Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, dass darüber nicht berichtet werden darf, weil da Geheimnisverrat begangen würde, mit Blick auf die Länder, die beantragen, und Blick auch auf die Unternehmen, die liefern. Das ist in den letzten beiden Sitzungen des Verteidigungsausschusses, sogar da, wo wir unter Geheim getagt haben, von Vertretern des Bundeswirtschaftsministeriums dem Ausschuss auch mitgeteilt worden, diese Rechtslage dargestellt worden. Und deshalb hat sich der Kanzler und haben sich alle anderen Vertreter der Bundesregierung an die Rechtslage gehalten. Und die ist klar, das müssten eigentlich alle wissen. Ja, hat er denn klar geantwortet, hat gesagt, das ist die Rechtslage, also es ist so, dass ich darüber jetzt nicht reden kann, oder hat er sich irgendwie weggemogelt oder so. Man kann ja dann den Saal nicht verlassen, wenn einer sagt, nee, das ist eine geheime Sache oder es gehört jetzt hier nicht auf den Tisch oder so ähnlich. Aber das wussten, irgendwas passiert. Nein, das wussten alle Abgeordnete. Das wussten alle. Und ich sag mal, wir haben den Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland da am Tisch sitzen und nicht den Abteilungsrüstung des BMVG. Das ist schon noch was anderes. Und deshalb hat er das genau an der Stelle richtig gemacht, diese Frage oder diese Anmerkung oder so gar nicht erst zu beantworten und gar nicht erst damit zu beginnen, sie zu verantworten, sondern darauf hingewiesen, was die Bundesregierung denn im Laufe der letzten Zeit alles getan hat. Und er hat auch darauf hingewiesen, welche Entscheidung es im Bündnis der NATO gibt, welche Waffensysteme nicht geliefert werden. Und es werden keine amerikanischen Abrams, es werden keine Leclerc geliefert und es werden auch keine Leopards geliefert. Aber das ist kein Geheimnis, sondern ist Open Source, das kann man lesen, war die offizielle Positionierung der NATO. Und deshalb hat er sich genau so verhalten, wie es richtig ist. Ja, dafür gibt es ja auch Gründe, warum Olaf Scholz jetzt sozusagen also etwas moderater an die ganze Geschichte rangeht und die anderen wollen natürlich mit Brachialgewalt, das ist da auch ganz schwere Waffen und. Warum macht denn das Olaf Scholz eigentlich? Warum? Was schwebt ihm da vor? Weil er klar gesagt hat, wir müssen zum richtigen Zeitpunkt das Richtige tun. Und das ist dann auch lageabhängig und das bedeutet auch ständig eine Überprüfung der Lage vorzunehmen. Und das gemeinsame Lagebild in der NATO sagt eben, und das ist wie gesagt eine Entscheidung der Bündnispartner, in dieser Kriegssituation keine schweren Waffen zu liefern. Ja, ist das nicht mit dem, ich will mal so sagen, mit der Angst verbunden, dass doch Ramadan das als schweres Signal, dass sie dann darauf zugreifen und sagen, jetzt müssen wir wieder drohen oder jetzt kommt noch eine Drohung oder wir schlagen jetzt zu oder wie auch immer. Wir wollen uns nicht auf die Ebene der Symbolik heben, weil es geht um Kampfpanzer. Es geht nicht um Schützenpanzer, es geht um schwere Kampfpanzer. Mit Einsatzszenarien, die man kennen muss und dazu gehören, wie sie eingesetzt werden, im Kontext, welchen Kontext sie ein. Da müssen wir jetzt sehr knietief in militärtaktische Fragen auch hineingehen. Die gemeinsame Entscheidung, die dort getroffen ist, und die Ukraine hat ja auch erklärt, sie wollen sie auch gar nicht haben. Darf man ja nicht vergessen, dass noch vor 2 Wochen diese Botschaft auch überbracht wurde. Und deshalb liegen die Angebote letztendlich der Ukraine vor. Das hat die Bundesregierung ja zusammengestellt.
Und alles andere sind Fragen, die ich gerade schon mal angedeutet habe. Was liegt an Anträgen im Bundessicherheitsrat vor? Das weiß ich nicht, weil ich es nicht wissen darf. Ja. Sie haben die richtige Frage gestellt, ob ich das glaube. Das weist ja schon mal darauf hin, wissen tun wir es nicht. Weil wir können nicht hinter die Mauern des Kremls schauen. Die Anhaltspunkte, die ich habe, ist zum Beispiel eine Militärdoktrin Russlands aus dem Dezember 2020 zu der Frage, unter welchen Bedingungen atomare Waffen eingesetzt werden. Das haben sie auch schon im Dezember 2014 aufgeschrieben und seitdem auch geübt. In dem klar steht, droht eine konventionelle Niederlage, was auch immer das ist, muss man alles definitiv unklares Gelände, dann werden sie atomare Gefechtsfeldwaffen einsetzen. Das steht da. Nun ist die Frage, die man aber von Russland ja nicht klar beantwortet kriegt, weil sie ja damit spielen, das ist ja Bestandteil auch ihrer, sagen wir, Agitation im Cyber- und Informationsraum, immer zu drohen. Der Erste, der den Begriff Dritter Weltkrieg in den Mund genommen hat, war dieser Kriegsminister Lavrov, 3 Tage nach Beginn des Überfalls auf die Ukraine. Da hatte vorher noch niemand drüber gesprochen. Erst die Russen sind damit angefangen, ein solches Drohszenario aufzubauen, um darüber Einfluss auf den Westen zu üben. Sie haben die Antwort aus dem Westen rausgekriegt, dass die NATO und die EU geschlossener beieinander stehen als viele Jahre zuvor. Das war die Antwort aus dem Westen daraus, die gesagt haben, wir agieren jetzt aus der Position der Stärke heraus euch gegenüber. Und deshalb stimmt ja der Satz, den der Kanzler auch nochmal wiederholt hat, den auch Biden gesagt hat, Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen. Und das ist das Ziel, dass diese Einsicht auch hinter den Mauern des Kremls reift und damit vielleicht die Bereitschaft erzeugt wird, die jetzt im Moment noch nicht da ist, über Frieden zu sprechen. Das weiß im Moment noch keiner. Das weiß keiner. Weil, wie gesagt, die Einsicht hinter den Mauern des Kremls nicht da ist, sondern er versucht alles auf dem Felde diesen Krieg zu gewinnen und er muss feststellen, es gelingt ihm nicht. Die Kriegsziele sind nicht erreicht und auch in der jetzigen Situation gelingt es ihm nicht, die Ukraine zu besiegen. Also Russland hat auch an der Stelle seit Jahren gerade die Finnen unter Druck gesetzt, und hat ihnen gesagt, wenn ihr euren neutralen Status aufgibt, dann was dann? Das wurde nicht gesagt. Aber es war eine offene Drohung, die Finnen auch immer berichtet haben. Und trotzdem, die Finnen und Schweden üben seit Jahren zusammen mit der NATO im Luftraum, in der Baltischen See. Sie agieren zusammen, die NATO, die finnischen und schwedischen Vertreter sind auch bei der NATO angedockt. Sie sind auch Gäste bei der NATO-Parlamentarierversammlung, werden dazu eingeladen und tun jetzt den Schritt, offensichtlich. Finnland auf jeden Fall, Schweden, denke ich mir, wird folgen. Jetzt aber in die NATO einzutreten, den Antrag zu stellen. Und die Mehrheit der Menschen in beiden Ländern sind auch inzwischen dafür. Das war vor einem Jahr noch etwas anders. Also sie merken sehr deutlich, die Bedrohung Russlands wird massiv. Und sie schlüpfen und sie wollen unter das Dach der Beistandsverpflichtung der NATO. Und wir nehmen sie auch gerne auf. Ja, da muss man auch differenzieren, zu was denn welche atomaren Waffen zur Verfügung stehen. Es sind in Europa keine
Gefechtsfeldwaffen atomarer Art stationiert seitens der NATO oder des Westens, die sind auch gar nicht da. Sind auch keine Mittelstreckenraketen stationiert, von denen Russland sich bedroht fühlen könnte. Andersrum kann man sagen, warum hat denn Russland Hyperschallwaffen mit einer Reichweite, die weit über alles hinausgehen, was sie bisher hatten, entwickelt? Also wir müssen das als Bedrohung durch Russland verstehen, weil das, was dort aufgebaut ist in Kaliningrad und anderswo, ist auch alles mit atomaren Sprengköpfen bestückbar. Also die Iskander als Boden-Boden-Rakete luftbeweglich zu machen, heißt eine Reichweitenvergrößerung von 1000 bis 1500 Kilometern. Und da hat Russland im Laufe der letzten Zeit sehr deutlich demonstriert, was sie nicht auf dem Boden oder zu was sie in der Luft am Ende in der Lage wären, weil die Angriffe auf Lviv sind aus dem russischen Luftraum gestartet worden. Der ist sehr weit weg. Danke.